Lieber Herr Bundesminister, danke vielmals, dass ich hier in diesem Kreis heute zu ein Jahr Pandemie sprechen darf. Ich habe es für mich für ausgeschlossen gehalten, dass ich mich je mit Covid infizieren würde. Ich habe immer auf Hygiene geachtet, Hände waschen, seit Kindheit ein Credo, die Mutter, die immer gesagt hat, nach der Schule Hände waschen. Ich habe immer ein Desinfektionsmittel in meiner Tasche gehabt, Grippeimpfen war für mich ganz klar, jedes Jahr. Sportlich bin ich, Yoga, Tennis leider momentan nicht, Laufen angesagt, Turnen jeden Tag. Ausgeschlossen. Für mich war es absolut kein Thema, das mich je betreffen könnte. Und jetzt bin ich eine dieser 440.000. Angesteckt wurde ich erwiesenermaßen auf einer Dienstreise im Flugzeug, negativ hingeflogen, positiv dann zurückgekehrt nach 5 Tagen. Mein Verlauf war relativ mild, 4 Tage hohes Fieber, 4 Tage sehr, sehr starke Rückenschmerzen, die ich mit fiebersenkenden Mitteln und Schmerztabletten irgendwie bekämpft habe. Währenddessen ist es meinem Mann immer schlechter gegangen. Er musste letztendlich dann nach 10 Tagen ins Spital, war dort eine Woche und mir ist es also einfach wirklich wieder gut gegangen. Ich habe mich fit gefühlt und 2 Monate später kamen dann die Atemprobleme. Der Geschmacks-, der Geruchssinn ist bis heute nicht zurückgekommen. Und das ist etwas, was ich vollkommen unterschätzt hatte, dass es Langzeitfolgen von Covid geben kann. Wir werden jetzt, glaube ich, in Kürze darüber mehr hören. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass sich die Medizin diesem Phänomen Long-Covid jetzt zuwendet. Denn wir wissen ja heute, dass Langzeitfolgen einen großen Teil des Körpers betreffen können, viele Organe betreffen können. Und das Heikle und das Komplizierte meiner Meinung nach an Covid ist, dass es kein Muster gibt. Es kann jeden Menschen anders betreffen, jemand jünger, jemand betagter. Also es gibt kein Muster und ich sehe es in meiner Familie, wo mein Mann so schwer erkrankt ist, wo meine Tochter in Amerika, also ohne unser Zutun sozusagen, auch die Infektion hatte und ganz anders betroffen war, auch mit Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn, auch mit sehr hohem Fieber und Schmerzen. Und sie ist jetzt gerade 24 geworden. Also wir sehen, Covid ist ganz unterschiedlich aufgenommen worden bei jedem Patienten. Covid hat das Leben von uns allen verändert, nicht nur hier in Österreich, auf der ganzen Welt. Wir hoffen natürlich, dass wir so bald wie möglich zu unserem gewohnten Leben zurückkehren. Die Forschung, und da werden wir heute ohne dies noch hören, arbeitet mit Hochdruck daran, Lösungen zu finden, bessere Medikation, Impfstoffe. Das Testen wirkt sich gut aus, die Impfsituation wird sich auch verbessern, vor allem was die Alten- und Pflegeheime betrifft, dass alles rascher abgewickelt werden kann. Unser Vorbild ist da Israel. Meine jüngste Tochter lebt gerade für ein Jahr dort. Sie ist 18 und hat gestern ihre 2. Impfung bekommen. Also das sollte uns wirklich zum Vorbild gereichen. Ein Blick nach dorthin zeigt, dass es machbar ist, dass man das so durchführen kann. Meine persönliche Hoffnung, das darf ich hier auch noch anbringen, ist, dass die Kulturbetriebe so bald wie möglich geöffnet werden. Das sage ich für alle meine Kolleginnen und Kollegen. Das ist wirklich mein Appell auch an die Politik. Wenn das möglich wäre, würden viele Menschen aufatmen, auch die Konsumenten. Heute, bevor ich hergegangen bin, habe ich den Kurier gesehen und der zitiert den Virologen Christoph Steininger von der MedUni Wien, der auf Twitter heute in der Nacht geschrieben hat, Corona nicht so schlimm, 3 Fragezeichen. Heute Nacht wieder Corona-Patienten auf Intensivstationen betreut, junge Menschen ohne klassische Risikofaktoren, die ohne der großartigen Betreuung durch meine Kolleginnen und Kollegen nicht mehr leben würden. Es ist schlimmer als jede Grippesaison. Also das muss einen wirklich aufrütteln, wenn man das liest. Und in diesem Sinn möchte ich abschließend auch sagen, danke, danke an alle Ärztinnen, an alle Ärzte, Pflegerinnen, Pfleger, an alle Krankenschwestern, die so schon im Normalfall ihr Äußerstes leisten, aber jetzt in dieser Situation also wirklich Unglaubliches tun. Ich habe das selbst erlebt bei meinem Mann, der so schwer krank war. Es gilt, Danke zu sagen und das kommt aus ganzem Herzen und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Okay.